Angreifer Niklas Füllkrug von Hannover 96 ist laut Horst Held 48 ein Kandidat für den Neustart in der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Joachim Löw 58. Warum nicht, fragte Held im SIT-Interview, schließlich habe Füllkrug in der Vorsaison fast so viele Tore erzielt wie Freiburgs Nils Petersen, der zur Nationalmannschaft eingeladen worden war, beide haben in der Vorsaison geliefert und das bei Vereinen, in denen es unheimlich schwierig ist, Tore zu machen. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Bei der Nationalmannschaft ist laut Held nach dem schlechten Abschneiden bei der WM vielleicht der Zeitpunkt für einen Neustart mit neuem Personal gekommen und dann muss man sich überlegen, welches Stürmerprofil man braucht. Mario Gomez und Sandro Wagner stehen nicht mehr zur Verfügung. Und dieser Stürmertyp wächst nicht wie Äpfel auf den Bäumen. Wenn Niklas einen guten Start hinlegt, denke ich, dass man ihm die Möglichkeit einräumen sollte, sich zu präsentieren. Er ist erst 24 Jahre alt und heiß. Also, warum nicht? Hannover 96, Borussia Mönchengladbach wollte Niklas Füllkrug. Zudem steht Hannover kurz vor der Vertragsverlängerung mit Füllkrug, der im Vorjahr 14 Treffer erzielt hat. Das Gehalt des Angreifers, an dem zuletzt Borussia Mönchengladbach Interesse hatte, soll angehoben werden. Klar ist, dass wir immer auch ein Stück weiter nach oben gehen müssen, weil andere Vereine in der Lage sind, mehr zu zahlen, sagte Held, aber ich muss betonen, dass es bei vielen Spielern, auch bei Niklas, nicht immer nur um Geld geht. Er hat hier Spaß, will vorangehen, den nächsten Schritt machen, das kann er hier in Hannover. Punkt. Wir sind auf einem guten Weg und hoffen, dass wir zu einer Einigung kommen, den Vertrag vorzeitig zu verlängern. Mehr zu Niklas Füllkrug, Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach.